Vor einer Kaserne im Jemen hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei sind mindestens 27 Menschen mit in den Tod gerissen worden. Mehr als 60 wurden verletzt. Zu dem Anschlag im südostjemenitischen Mukalla bekannte sich der sogenannte Islamische Staat. Es ist der zweite Anschlag der IS-Miliz in der Stadt innerhalb von 4 Tagen. Erst vor wenigen Wochen war es Regierungstruppen gelungen, Mukalla aus den Händen von Al-Qaida zurückzuerobern. Doch auch andere extremistische Gruppierungen wie der sogenannte Islamische Staat haben in dem andauernden Machtvakuum die Situation im Land für den Ausbau ihrer Macht nutzen können. Jemen ist durch einen andauernden Bürgerkrieg zerrüttet.